Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battle for Westmoss. Das ist jetzt die zweite der vier heutigen Folgen. Kane ist schon auf YouTube und später kommt dann noch Mass Effect und der Mittelerde Fight Club für euch. Beim letzten Mal bei Battle for Westmoss haben wir endlich das Szenario mit den Untoten abgeschlossen. Aphalas hat gestanden, dass wir Mebrin im Moment gar nicht erreichen, was irgendwie scheiße war, weil er gelogen hatte. Deswegen sind wir jetzt auf dem Rückweg und sind natürlich mit den Elfen aneinander geraten. Und ja, einmal haben wir beim letzten Mal verloren. Ich würde das gern dieses Mal verhindern. Jetzt schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Wir haben jetzt die ersten Elfen schon getötet. Wir hatten beim letzten Mal auch zwei Aufstiege. Unser Magier ist der Magier des Lichts geworden und unser Geotalyn wurde ein Helipadier. By the way, mir ist noch was aufgefallen beim letzten Mal, und zwar hier in den Missionszielen. Da steht nämlich, er enthüllt den Pfad, soweit sein Blickfeld zulässt. Und der Pfad ist hier, er hat ja auch geraten, wir sollen auf dem Pfad bleiben, deswegen werde ich dieses Dorf nicht hier mir holen in der nächsten Folge, sondern ich werde auf den Pfad gehen. Damit wir... Also kannst du einen Schritt vormachen. Wir haben auch im Moment minus Gold wieder. Damit wir nicht gegen alle Elfen kämpfen müssen. Das heißt, meine lieben Freunde, ihr geht jetzt sofort Richtung Pfad zurück. Ach, es war so klar. Nein, ich lade nochmal neu. Hier hätten wir jetzt wieder einen Hinterhalt. Das ist ja mal wieder toll. Können wir nicht direkt weg? Dann gehst du eben so, Garrick. Weil da vorne kommen dann sofort anscheinend wieder die Elfen. Okay, wo ist unser Aphalas? Hier ist er. Weil er ist ja unser Speer. Wir müssen auf jeden Fall dann hier weiter. Alle hier runter. Los, Männer, alle hier runter. Weil, wie gesagt, wir hatten beim letzten Mal schon drei Elfen. Da war einer ein Hauptmann und einer ein Elfenheld. Wir brauchen jetzt nicht dauernd die Elfen an der Backe. Obwohl der Kampf nicht so schwer war, aber trotzdem. Die Frage ist, wo da dann der Part weitergeht. Sich da was genährt. Ach, die Unheilsbringer. Ja, die Untoten verfolgen uns, das wussten wir aber schon. Auf alles, weitergehen. Okay, wir können anscheinend gar nicht allen Elfen ausweichen, weil diesmal waren wir auf dem Pfad. Ein Elfenbogenschütze, Menschen, Banditen und Abductors. Ich weiß nicht, was Abductor heißt. Ich glaube, das heißt Verräter oder so. Macht sich bereit, geschlachtet zu werden. Habt euch nicht so, wir wollen nur zurück nach Hause. Und so wollte es auch unserer weise Mebrin. Aber ihr habt ihn nicht zu uns zurückgebracht. Selbst wenn ihr hättet, wir würden... Still dispatch of your Anastragus. Also ich würde es übersetzen mit von wegen, selbst wenn ihr ihn zurückgebracht hättet, wir würden euch diesen Verrat nicht verzeihen. Du verräterischer Abschaum. Ja, man merkt schon, die Elfen sind nicht nur ein bisschen sauer. Da ist keine Begründung mit den Elfen. Wir müssen entweder kämpfen oder rennen. Ja, wir werden kämpfen. Ursa greift ihn gleich mal an mit... Ja... Der ist halt wieder in beiden stärker, weil es gerade Tag ist, ne? Ja. Und unser Aphalas lichtscheu ist. Aber ich mache mehr Schaden im Nahkampf, deswegen Nahkampf. Bogenschütze, du gehst in den Fernkampf.
Kavallerist, du unterstützt ihn bitte. Ja, der eine Bogenschütze ist kein Hindernisgrund. Und den End macht der Sylyr, unser Nahkämpfer. Der eine Bogenschütze war jetzt kein wirkliches Hindernis. Okay, ihr rückt alle nur vor. Weil wir müssen schnell sein. Wir müssen da sein, bevor die Untoten uns einholen. Sonst kommen wir in die Zange. Und das wollen wir nicht. Du gehst auf dem Pfad so zurück. Ja, ich bleibe jetzt immer auf dem Pfad. Wie gesagt, wir haben jetzt vorher schon mal die Elfen gesehen. Und die sind halt sehr nah, die Unheilsbringer. Können wir uns mit jemandem bewegen? Du bleibst da. Okay, nein. Wo geht dann der Pfad weiter? Wahrscheinlich hier oben. Ja, die Unheilsbringer greifen jetzt Garrick an. Ah, hier geht's weiter. Okay. Hier ist natürlich wieder ein Dorf in der Nähe. Das hole ich mir dann, glaube ich. Als erstes Garrick. Wie stark ist denn der Unheilsbringer noch? 23. Ich würde mich ja gerne mit den Untoten nicht befassen. Okay, erstmal der Kavallerist, der darf das Dorf einnehmen. Weil der ist eh verwundet ein bisschen. Dann der Orphalas. Da vorrücken. Auf den Pfad enthüllen. Ja, und der Rest geht nach vorne. Würde ich behaupten. Den Unheilsbringer lasse ich mal. Nach die nächsten Elfen. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt über Elfen haben hier. Wohin? Die Strafe folgt dich auf dem Fuß. Man kann mit den Elfen auch nicht mehr verhandeln, offensichtlich. Ihr geht alle nach vorne. Mehr geht halt leider nicht. Wie gesagt, den einen Unheilsbringer lasse ich jetzt mal weg. Okay, du bleibst da und mehr geht dann auch nicht. Der Unheilsbringer verfolgt weiterhin Garrick. Er hat ihm auch jetzt zweimal geschadet und wurde nicht getroffen. Der Reiter stirbt wahrscheinlich gleich, ja. Das sind insgesamt 3 Elfen jetzt. Was tun wir? Was bist du denn? Du bist ein Elfenhauptmann wieder. Die Elfen allgemein blockieren halt den Weg. Hier ist das nächste Dorf übrigens. Ja, ihr werdet erstmal hier die Elfen los. Morgenstern. Schöner Angriff. Hat ihm viel Schaden gemacht. Ich will ja nicht alle Elfen angreifen, aber wenn sie uns im Weg stehen, greife ich sie natürlich an. Und die beiden stehen uns im Weg. Den Hauptmann werde ich in Ruhe lassen, solange er nicht angreift. Ach, schade. Den hättest du töten können. Okay, dann gehst du jetzt lange mal in das Dorf hier. Ihr nähert euch alle an. Ich glaube, ich gucke auch gleich nochmal in die Spielübersicht. Wie gesagt, ich kämpfe gegen den Untoten jetzt mal nicht, nur wenn er uns angreift. Jetzt gucke ich mal in die Spielübersicht. Wir haben 8 von 22 Runden verbraucht. Untote und Elfen als KI. Ja, ja, das war klar. Die Untoten arbeiten im Moment hier nur den Unheilsbringer. Zumindest soweit wir sehen. Und die Elfen, naja, sind halt überall und nirgends gewissermaßen, weil sie getarnt sind. Okay, diesmal hat der Unheilsbringer einen normalen Soldaten getötet, hat Garrick nicht angegriffen. Und der Kavallerist ist gestorben. Und der Elfenhauptmann hat auch einen getötet. Kommt schon, Jungs, killt die Elfen. Noch ein Elf. Ach.
Das ist hier ein Spießrutenlauf. Okay, da Garrick gerade nicht weiter käme, darf Garrick jetzt doch nur als Bringer angreifen. Ein Treffer. Das war allerdings viel zu wenig. Ihr dürft hier die beiden Elfen hoffentlich loswerden. Ein Treffer. Geotalon, mach ihn fertig. Gut. Den Elfen tötet ihr bitte auch. Gut. Und du greifst den Elfen hier an. Angreifen heißt auch treffen übrigens. Joran, du gehst nach vorne. Magia, du gehst erstmal hier hin. Und du, Bogenschütze, gehst auch erstmal hier hin. Ich weiß schon, damit lasse ich Garrick alleine. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Ich hoffe, Garrick stirbt nicht. Aha, da kommt der nächste Untote. Ja, damit ist Garrick gestorben. Es war fast klar. Ich war jetzt, bin jetzt nicht sonderlich überrascht. Mann, ernsthaft, dass wir keinen Part schaffen, ohne dass einer stirbt. Das ist total nervig. Okay. Garrick nach unten. Hier alle nach vorne. Weil wir müssen uns beeilen, das haben wir jetzt schon gesehen. Vielleicht sollten wir auch dann versuchen, gar nicht zu kämpfen, sondern einfach nur weiterzugehen. Da kommen jetzt schon wieder die Untoten in Sicht, das ist total beschissen. Schöne Informationen alle bleiben. Ich glaube, ich kämpfe dann nur, wenn es sein muss. Ja, hier kann man nichts mehr machen. Weil die sind alle, die könnten zwar alle weitergehen, aber wir bleiben jetzt immer auf dem Pfad. Leider kommen da jetzt schon wieder die ersten zwei Untoten. Und beide haben Schaden gemacht. Egal, ich marschiere. Du darfst das Dorf einnehmen. Ja, wenn Dörfer direkt daneben sind, dann nehme ich sie schon ein. Ja, ja, die kennen wir schon. Ach, in dem Zug müssen wir kämpfen. Sehe ich das richtig? Hinterhalt. Ja, gut. Das heißt, einer kriegt immer den Schaden ab. Mit der anderen gehe ich jetzt weiter. Es bringt halt einfach nichts. Es sind so viele Elfen hier. Und uns geht die, wir haben nicht die Zeit. Na gut, du darfst angreifen. Heiliges Licht. Der ist tot, sehr schön. Dass Garrick halt den Schluss bildet, ist total schlecht. Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Komm schon, töte sie. Ach ja.
Warum tötest du sie nicht, Mann? Da du wahrscheinlich eh gleich stirbst, mit dem greife ich jetzt mal ihn an, weil er stirbt wahrscheinlich eh gleich, deswegen... Ja, das war klar. Okay, mit dir greife ich ihn auch an. Gut, dann ist die eine jetzt zumindest erledigt. Ja, die Strafe folgt auf dem Fuße, das wissen wir schon. Nahkampf. Ja, mit dem einen müssen wir offensichtlich immer angreifen. Und du hilfst ihm mal. Helfen heißt nicht sich nur schaden lassen. Ach Mann, ey, meine Fresse. Du greifst ihn an. Ja, weil die halt hier, weil es halt Wald ist. Die haben hier halt Heimvorteil. Das ist total beschissen. Deswegen machen wir auch so wenig Schaden gegen die Elfen. Ihr geht alle vor. Nein, du bleibst auf dem Pfad. Es sei denn, du kämpfst ins Dorf, das tust du aber nicht. Ja, Gerrig ist natürlich jetzt wieder weit zurückgeblieben, das ist schlecht. Aber er wird nicht angegriffen, finde ich gut. Stattdessen stirbt ein Kavallerist, was wiederum nicht so gut ist. Oh, ich korrigiere, es sterben zwei. Diese beschissenen Elfen, es sind zwei Kavalleristen gestorben und Achballas braucht dringend Hilfe. Das heißt, mit Achballas gehe ich ins Dorf, weiß ich jetzt nicht. Wie viel Leben hast du denn noch? 22 von 42. Nee, ich gehe mal ins Dorf mit dem Magier. Der Magier kann ihn dann heilen. Ich weiß schon, dadurch ist er wieder Lichtschein, kämpft wieder schlechter. Aber das Heilen ist in dem Fall wichtiger. Ja gut, zumindest einmal Schaden gemacht. Komm schon, treib die Elfen zurück. Elfen zurücktreiben heißt Elfen erledigen. Übrigens. Mann, Jungs, seid ihr unfähig? Okay, kann sich noch einmal bewegen. Die Wegelagerin, die könnte noch nach hier vorne gehen. Nein, Dioran bleibt da. Der Bogenschütze kann auch nach vorne gehen. Und sonst bleiben die alle. Okay. Wir kommen ja, denke ich mal, einigermaßen voran. Jetzt gucke ich kurz wegen der Zeit. Ja, wir haben noch 12 Minuten. Ich würde den Weg noch gern schaffen, ehrlich gesagt. Auf Fallas geht es nicht gut übrigens. Der hat ordentlich Schaden bekommen. Lass ihn bloß in Ruhe. Es war so klar. Es war so klar. Wieso? Wirklich? Wenn ich sage, lasst ihn in Ruhe, dann meine ich, lasst ihn in Ruhe. Ich bezahle für meine Verbrechen. Aber ohne mich werdet ihr niemals zurück nach Kerlaf kommen. Und wieder mal haben wir verloren. Ich konnte wieder mal nichts machen. Ernsthaft, ich bin schon wieder frustriert. Ich bin schon wieder frustriert. Ja, wir werden wieder nichts schaffen, weil wir dauernd verlieren wegen den beschissenen Drecks-Elfen. Weil wir dauernd auf die Schnauze bekommen. Das nervt einfach nur. Das ist einfach nur ätzend. Sorry, dass ich mich da so aufrege, aber wirklich.
Wir spielen auf leicht. Nicht auf einfach, aber auf leicht. Wir spielen auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Es ist immer noch eine Einsteigerkampagne. Und wir verlieren schon wieder die ganze Zeit. Das ist einfach nicht lustig. Das nervt einfach nur. Ja, offenbar geht's nicht, Clara. Ja, so werden wir es wahrscheinlich nicht durch den Wald schaffen, weil wir dauernd verlieren, wegen dauernd der nervigen... Elfen, in dem Fall. Man kann nicht kämpfen, weil dafür sind es zu viele. Jetzt greifen sie den Magier wieder an. Ist ja nicht so, als ob der Magier auch nicht sterben dürfte. Auf alles an die Spitze. Du darfst hier den killen, bitte. Danke. Damit bist du aufgestiegen zum Langbogenschützen. So einen hatte ich übrigens damals in der einen Folge, die nicht aufgenommen wurde. Ist jetzt zwar nicht so wichtig, aber... Nach vorne. Ganz ehrlich, diese Formationsgeschichten, ich finde die irgendwie nervig. Und Humans. Ja, wir wissen es. Und der stirbt wieder, ne? Nein, aber fast. Ich meine, zumindest hatten wir jetzt ein Level-Up wieder von einem Soldaten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber das könnte halt auch schon wieder deutlich besser laufen hier. Ja, du kannst ihn mal angreifen, Joran. Du könntest ihn auch treffen, das wäre herzallerliebst. Und damit ist der Reiter gestorben. Das war jetzt nicht besonders überraschend, das war fast schon klar. Und wir können nicht weiter, weil natürlich der scheiß beschissene Bogenschütze uns jetzt wieder den Weg blockiert. Auch das war irgendwie klar. Greift ihn an, macht den Mistkerl fertig. Ja, wegen den Kontrollzonen. Jetzt, bitte, kommt schon, Jungs, killt ihn. Killen. Okay, du kannst nach vorne gehen. Bewegen. Du kannst auch einen Schritt dahin machen. Du bleibst da. Du bleibst da auch. Und du kannst noch hier nach vorne gehen. Und ihn angreifen, Leoran. Sehr schön, Leoran hat ihn getötet. Dann können wir im nächsten Zug weiterziehen. Jetzt muss ich leider noch mal gucken. 7 Minuten. Ich werde zumindest ein bisschen weitermachen. Das sage ich euch gleich. Reiter, du bist verwundet. Oder kommt der Bogenschütze hin? Der Bogenschütze ist mich verwundeter. Ja, kommt hin. Gut. Ah, Fallas. Vorrücken. Da kommt bestimmt gleich wieder ein Elf. Nein, puh. Ernsthaft, die Elfen nerven einfach nur. Ja klar, hallo Elf. Mann, ihr nervt. Gut, Deoran hat einmal getroffen und wurde seinerseits nicht getroffen. Sehr gut. Leider kann er ihm nicht helfen. Er kann leider nur vorreiten. Hier Untote hinten sehen wir nicht. Okay, dann nächste Runde.
die Elfen greifen Deoran an und Deoran stirbt. Genau sowas meine ich. Ja, sorry, dass ich mich aufrege. Aber ernsthaft, wir haben jetzt noch 5 Minuten und haben nichts geschafft. Weil wir dauernd sterben. Ernsthaft, diese verkackten Elfen. Ja, sorry, dass ich gerade belastet bin, aber ernsthaft. Wir haben nur noch 5 Minuten Part. Wir sind jetzt schon 3-mal gestorben. Also, wir können leider in diesem Szenario schaffen wir leider, also in diesem Part schaffen wir leider fast nichts, weil die Elfen kleine Wichser sind. Sorry, dass ich mich aufrege, aber ernsthaft. Was soll man denn bitte davon halten? Man kann nichts machen. Man kann nichts machen, man ist den Elfen hilflos ausgeliefert. Das ist wirklich ätzend. Du kannst nichts machen, man ist absolut ausgeliefert. Das nervt einfach nur. Wir sind jetzt 3-mal gestorben, haben jetzt noch 5 Minuten und wir haben nichts geschafft. Nothing, nada, niente. Ich will zumindest zu dem einen Dorf jetzt noch kommen. Das will ich zumindest jetzt noch schaffen. Boah, geht doch da mal aus der Sonne, ihr Scheißelfen. Die kommen dann auch andauernd angescheißert. Verzieht euch doch dann einfach mal. Killt den Penner. Killen heißt nicht dauernd Schaden bekommen. Killen heißt in der Regel killen. Du bist der Kavallerist, der normale. Ich meine, ja, man macht hier wieder ohne Ende Erfahrung. Natürlich, weil man ganz viele tötet. Aber was bringt einem das, wenn, wen haben wir denn gerade in Steuerung? Einen Kavalleristen. Ach, den. Was bringt einem das, wenn die Elfen viel zu viel Schaden machen? Ich fühle mich gerade wieder ganz dezent an die Trolle erinnert, muss ich sagen. Ich hoffe, wir schaffen es dann zumindest beim nächsten Part durch den Wald. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Einen Zug spielen wir noch. Da kommen die Untoten. Die treffen natürlich auch wieder 2-mal. Da stirbt ein Reiter. Es war so fucking klar. Ernsthaft, das ist gerade total nervig. Okay, du Reiter, gehst da in das Dorf. Ihr tötet bitte den scheiß Elfen hier. Ich sagte, ihr tötet ihn bitte. Wieso seid ihr alle unfähig? Du gehst nach vorne. Elebadir, komm schon. Du hast mich noch nie hängen lassen. Danke. Ja, der Rest ist offensichtlich dämlich. Deoran nach vorne. Magier hierher zum Heilen. Ja, du, mein lieber Garrick, kümmerst dich hier um die Fledermaus, weil du kannst eh nicht weiter. Ja, zumindest ein Treffer. Okay, und jetzt sind wir hier zumindest bei dem Dorf mal angelangt und jetzt müssen wir aufhören. Das heißt, ich speichere jetzt unter Let's Play. Beim nächsten Mal, hoffe ich, schaffen wir diesen Scheißmarsch, weil ganz ehrlich, der ist total ätzend. Die Elfen nerven einfach nur. Die Untoten sorgen für zusätzlichen Stress. Die haben jetzt nicht sehr genervt, aber sie sorgen für zusätzlichen Stress. Und irgendwie hatten wir jetzt Pech. Wir sind 3-mal gestorben, damit nicht wirklich was geschafft. Leider. Ich habe es wirklich versucht. Tut mir leid, Freunde. Tut mir auch leid, Freunde, dass mich das nervt, aber was soll man machen gegen die Elfen? Ich meine, wir wissen, normalerweise sind die nicht so stark. Das Problem ist halt ihr beschissener Heimvorteil. Ihr scheiß Hinterhalt und ihr beschissener Heimvorteil. Das ist das Problem. Normalerweise sind die nicht so stark. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffen wir es.
Weil wir können auch mit Deoran nicht zurückreiten und neu ausbilden, weil sonst killen uns die Untoten. Das können wir uns nicht leisten. Und beim nächsten Mal sterben wir hoffentlich keine 3-4 Mal. Das war jetzt echt ätzend. Ja gut, wir sehen uns später zum Folgen wieder. Und bei Wetten vor Wessen und morgen wieder, wo dann wir hoffentlich mehr schaffen. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.